Rüstung, oder? Jupp. Ach, so ein Aber Mist. ich sehe Zuckerrohr, ich bringe ein bisschen was mit. Ja, bring auf jeden Fall noch mehr Zuckerrohr mit, weil irgendwie wächst das nicht. Das wächst schneller auf Sand. Wir brauchen auch auf jeden Fall wieder Eisen. Oh Mann. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben wirklich ganz wenig Eisen. Wir haben echt fast kein Eisen mehr, das ist unmöglich. Aber eine Goldrüstung ist echt nicht stärker als Dingens. Sonst hätte mir das ja wohl mehr gebracht, auch wenn ich noch Eisenschuhe dazu gehabt habe. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass eine Goldrüstung stärker ist. Überspringen wir diese Nacht? Nein. Ja, wie sollen wir das machen, wenn ich nicht mal zu Hause bin? Also könnten wir schaffen. Was? Wenn wir zu Hause sind. Was hast du gesagt? Wie sollen wir das anstellen, wenn ich nicht noch nicht zu Hause bin? Keine Ahnung. Zumindest in naher Zukunft. Alter, das Dreckszuckerrohr wächst nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ach du meine Güte. Warte. Ach, doofes Skelett, ey. Leck mich doch. Ey, ich weiß. Oh, ich bin Hatten wieder die da. Die beide Diamantschwerte. Ja. Dölith hatte ein verzaubertes. Dölith hatte deins. Nein, ich hatte ein verzaubertes Schwert. Und Dölith hat dein Schwert gehabt. Ach, Dreck. Aber das holen wir uns zurück. Das holen wir uns alles zurück. Wir werden zuschlagen. Oh, wo bist du zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Gib mal deine Koordinaten. Warte, ich gehe in die Höhle. Meine Koordinaten sind plus 90 und plus 250, so etwa. Siehst du das NPC-Dorf nicht? Nö. Ach so. Ich bin, glaub, voll falsch gelaufen. Das ist typisch. Und ich hab... Ah, ich dachte, ich hätte einen Arsch für Monster, aber nein. Weißt du was? Ich mach mich jetzt auf und ich werde... Oh, fuck, da hinten ist Barrick. Oh, er beschießt mich mit dem Bogen schon wieder. Nee, oder? Er beschießt mich gerade mit einem Bogen. Ah, oh, da sind die beiden schon wieder, ey. Die beiden Drecksäcke, ey. Ja, what the hell? Ist eigentlich egal, ob sie mich jetzt kriegen. Ist es Nacht? Ja, es ist Nacht. Ist eigentlich egal, ob sie mich jetzt töten, weil ich habe nur 8 Zuckerrohr dabei. Diese Geräusche. Das ist, wenn Zombies an die Türen klopfen, oder? Ja, wenn Zombies an Türen klopfen, dann macht das bam, 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 bam. Ey, die dürfen dir aber nicht folgen, okay? Nein, nein, ich lauf weg. Deine Rüstung ist im Dingens. Und ich mach mich jetzt auf und geh in ein Zwischenlager. Ja, komm, die beiden verfolgen mich immer noch. Na, ist doch perfekt. Ich kann eh nichts verlieren. Ja, aber es ist doch kacke, wenn die dich jetzt verfolgen. Eigentlich müsstest du doch echt hier spawnen, oder? Nein, mein Bett ist zerstört oder blockiert. Schön. 6-4. Super. Nein, 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 nicht 6... Oh, verdammt, doch. Aber Leute, wenn er spawnt, könntet ihr ihn dann bitte mal in Ruhe lassen. Das ist echt unfair. Das habt ihr doch bei uns auch gemacht, oder? Nein. Nee, ich würde sagen, jetzt stellen wir es mal wieder so ein. Also, wenn wir euch jetzt sehen, lassen wir euch erstmal noch. Achso, da war der Spawn-Turm. Er wird dich verfolgen. Pass auf. Hast du gehört? Ja, ich hab gehört. Also ich gehe jetzt in das... Ich mache mir jetzt ein Zwischenlager bei denen und ich werde jetzt sowas von ausspionieren. Ich gehe jetzt zu denen. Warum hatten die ein Boot? Ja, weil sie sich eins gebaut haben. Stimmt, die sind doch dort am Wasser, ne? Das passt alles zusammen, dass die dort sind. Die müssen dort einfach sein. Das bedeutet, ich mache mich jetzt auf den Weg. Domso Play is coming. Ich dachte gerade, aber es war nur ein Schaf. Und dann steht ein Enderman. Aber die Diamantspitzhacke lasse ich auf jeden Fall nochmal hier. Ja, lass die hier. Lass die um Gottes Willen zu Hause. Warte, wie viel TNT haben wir? Gar keins. Doch, ich hatte was. 3. Hast du TNT gecraftet? Ach, nicht TNT, ich meinte Schwarzpulver. Wir haben 3 Schwarzpulver. 3 Schwarzpulver bringt uns aber nichts. Wir können damit nichts in die Luft jagen. Wie kann man TNT machen? Mit Sand und sprengt, also mit Schwarzpulver, aber man braucht mehr. Ich glaube, man braucht 5 Schwarzpulver oder so. Wie viel Schwarzpulver braucht man? Ich glaube 5. 5, sicher? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich schau mal kurz nach. Dreck, wo ist denn unser Eingang? 1, 2, 3. Der Wassereingang. Ja, stimmt, man braucht 5. Der Wassereingang ist weg, du musst jetzt durch die Höhle. Ich hab dir doch gesagt, ich hab den zugemacht. Ach, ist doch kacke. Sag bloß, du bist jetzt im Brunnen. Ich bin in den Brunnen gesprungen.
Und ich verklopp gerade einen Zombie mit der Hand. So, er ist tot. Kommst du raus? Aber wenn du rausmachst, mach das auf jeden Fall wieder mit Cobblestone zu, okay? Ach, jetzt steht hier schon wieder einer rein, ey. Wer? Die? Sind die da? Nee, ein Zombie. Ach so. Ich verklopp jetzt gerade einen Zombie mit der Hand eines anderen Zombies. Friss meine Hand. Nochmal eine die Frage. Was? Hast du den Cobblestone wieder am Brunnen zugemacht? Nee, ich bin doch gar nicht draußen. Du bist doch im Brunnen. Ja, weil mich gerade ein Zombie angegriffen hat. Das heißt, ich muss dir jetzt helfen kommen. Oder? Ja, und ich kann das auch gar nicht gescheit. Also auch wenn ich rauskomme, kann ich das ja nicht zumachen, weil wenn ich Cobblestone mit der Hand abbaue, dann kriege ich ja keinen Cobblestone. Yo, ich mach mir noch schnell eine Eisenspitzhacke. Ah! Ein Creeper ist reingesprungen. Ist der Brunnen noch ganz? Der Brunnen ist sonderbarerweise noch ganz. Ja. Wahrscheinlich, weil er im Wasser war. Ja, hier ist gerade ein Creeper zu mir reingesprungen, er wollte mit mir baden. Wir haben auf jeden Fall kein Eisen mehr, unser nächstes Ziel ist Eisen. Hier. Ich will hier raus, ich sitze im Brunnen fest. Wir brauchen in Zukunft auf jeden Fall Eisen. Und was habe ich noch? Ja, ich komm schon, ich hab nur kurz, weil ich werde mich gleich auf den Weg machen, wenn ich das hier habe. Warum hast du den Wassereingang zugemacht? Weil der zu unsicher ist, weil die müssen nur einmal aus Versehen in den Brunnen fallen und dann sehen die den. So, ich komm jetzt. Ich komm zu dir. Hoffe ich doch. Bleib einfach oben schwimmen. Und hoffe. Ja, ich will eh nicht ersaufen, also bleib ich zwangsläufig oben. Okay. Es ist ja schon wieder Tag. Ja, und hier ist so eine beschissene Strömung. Es ist ja schon wieder Tag. Das ist ja perfekt. Dann kann ich gleich losgehen und sie suchen. Also ich werde mir dort natürlich ein... Wow! Was ist? Drecksspinnen. Und wir haben nur noch eine halbe Stunde zum Aufnehmen. Ach, haben wir die? Ja, jetzt ist 19.30 Uhr ungefähr. Da ist ja wieder ein Creeper im Wasser. Oh, Mann. Ah, bist du das? Ja, Gott sei Dank, du bist das. Nein, der Cobblestone. Ich muss ihn ja, holen. Der Cobblestone. Ich hab ihn. Okay. Weh, du machst das jetzt zu. Okay. Keine Sorge, du kommst ja raus. Wie denn? Ja, weggraben, das Denkst Ding. Denkst du, ich kann das so im Wasser gescheit machen? Ja, das schafft man. Ein Creeper ist hinter dir. Er hat dich gern und grinst dich in meinem Texture Pack sehr freundlich an. Aha, verdammt, jetzt wollte ich dich anzünden. Was, du wolltest mich anzünden? Ja. Konzentrier dich auf den Feind, nicht auf mich. Ach, halt den Mund. Der Creeper brennt nicht mehr. Wo das ist gefällt mir. Wow. Der geht hoch, pass auf, der geht hoch. Weil wenn das hier hochgeht, dann haben wir ein echtes Problem. Ach, ich gehe durch die Höhle jetzt wieder rein. Okay, er ist down. Ich will Ey. Nach Hause. Also wir müssen noch mal ein bisschen darüber reden, ne? Oh, wir haben zwei Schwarzpulver. TNT. Yay. TNT. Muss ich noch den Eingang zur Höhle finden? TNT. TNT. Wir machen jetzt ein bisschen TNT. Warte. Ja, zwei und da haben wir drei. Ich mache jetzt TNT. Warte, wo war die Höhle? Ist die hier gewesen? Jupp. Hör bitte auf damit, das Pfeifen ist echt widerlich in den Ohren. Finde ich nicht. So. Ich hab mich verlaufen. Ich finde die Höhle nicht. Tja, Pech. Ich hab mich nicht direkt verlaufen, ich finde die Höhle noch nicht. Pech, wem Pech gebührt. Lol, wo ist du mein Gravel? Sehr schlecht mit Humor gegen dich, klar. Ah, da hinten. Hoffe ich. Wo ist der Rest von Gravel? Komisch. Hallo Spinne. So, jetzt erstmal schön den. Oh, es ist gewachsen. Greif mich an und du bist tot. Nee. Nee, doch nicht. Zuckerrohr. Ach du meine Güte. Ja, egal, wie gesagt, ich werde mich jetzt gleich aufmachen zum Zwischenlager und dann werde ich mir dort eins bauen. Und ich muss diesen verkackten Eingang finden. Wo ist der? Also auch mit Bett und so. Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Drei Stück brauche ich. Cobblestone habe ich und ich schaue noch mal kurz in die Wiki. Nee, einfach nur Sand. Haben wir noch Sand? Ja, nee, keine Ahnung. Musst doch, du doch, 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 Sand haben wir noch. Zurückgehen. Also jetzt wird's richtig schön mit TNT. Wo ist dieser Eingang? Kann man das so machen, dass man TNT unter eine Druckplatte macht? Das geht eher nicht, oder? Doch. Also du musst halt einen Block dazwischen haben, aber ich glaube, das geht. Warte, hab ich gesagt, wir haben zwei TNT oder drei? Keine Ahnung. Ich höre dir nicht zu. Ach doch, wir haben sogar 7 TNT. Echt? 7? So viel? Ja. Boah, es regnet, ey. Ich höre es.
Ich könnte kotzen. Mann. Ja, TNT! Wo ist die Fahne? Was? Ich finde den Eingang nicht. Man hatte ich ihm sehr schlecht gehört. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Redstone haben wir leider noch keinen. Und eine Druckplatte, wie macht man eine Druckplatte? Wir haben einen Sack viel Redstone, wir haben 2 Stacks mehr. Wir haben fast 3 Stacks Redstone. Okay. Also erzähl mir bitte nicht, dass wir keinen Redstone haben. Aber weißt du, wie man eine Druckplatte macht? Ja, klar. Stimmt, wir haben Redstone. Wie macht man eine Redstone-Fackel? Sag mir, wo die Höhle ist. Dann sage ich dir. Ich hab's schon herausgefunden. So. Okay, ich mach mich auf den Weg. Ist es dunkel, oder? Es wird dunkel. Überspringen wir die Nacht? Es ist noch gar keine Nacht. Wie bitte? Nein, geht grad nicht. Und die Nacht, die jetzt kommt, auch nicht? Nee, erstmal nicht. Okay, Annick, ich komme, ich ernte noch ein paar Melonen ab und am nächsten... Ich gehe durchs Haus rein, ey, das wird... Nein, ich... Ja, gut, aber... Nein, du kannst da nicht rein, ich hab da schon alles zugebaut. Ich komme mit zur Höhle und zeig dir den Eingang, okay? Warte, ich komme. Ja... Ja, ich komm schon. Ganz ruhig. Ich finde nicht mal die Höhle. Bleib cool. Ich werde jetzt gleich hochkommen. Gut. Dann führe mich zu dir. Ja, und ich gebe dir dann auch gleich 2 Gravel. Und du machst da gerade den Eingang zu, weil ich werde jetzt gleich losziehen zu denen. Und versuchen, die mit TNT in die Luft zu jagen, wenn sie sagen, sie schlafen. Ich werde das genau unter ihre Blöcke platt. Unter ihre Bette. Wo bist denn du jetzt? Bist du am Brunnen? Geh mal zum Brunnen. Nee. Man sieht das Haus. Also ich bin ganz nah am Haus. Da, ich sehe dich. Ja, wo bist du denn? Hier. Bei dem Schaf, ich springe. So, Alter, du hast echt keinen Orientierungssinn, oder? Doch, ich laufe doch gerade zum Haus. Mann, weil ey. Das war doch in dieser jetzt Richtung. Jetzt renn doch bitte ein bisschen. Ich renn. Kann nicht rennen. Ach du meine Ich habe kein Essen. Ja, unten müssten bestimmt schon wieder ein paar Melonen gewachsen sein, aber die brauche ich jetzt, die ich hier habe. Die Höhle nicht in diese Richtung? Komm her. Hier lang, hier rein. Na, jetzt bin ich ein bisschen auch falsch. Das war auf jeden Fall... Hier, doch hier rein. Geh einfach hier rein. Warte, Moment. Ach ja, ich erkenne hier, das. Gravel. Ja, gib her. So. Und dann mach den Eingang zu. Tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich laufe am besten nicht mehr in die Richtung vom Death Point, sondern ich nehme den Weg übers Land, wie wir sie schon einmal... gefunden haben, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich werde mir blöderweise ab und zu mal ein paar Zwischenbases machen müssen. Das könnte problematisch werden. Weil ich dann immer woanders hin muss. So, und ich esse jetzt erstmal was. Mensch, wir waren jetzt sowieso wieder dieser Berg. Ich will. Ach, weißt du, ich habe ja noch, glaube ich, etwa die Koordinaten. Das war irgendwas mit minus 300 und minus 500, oder? Wieso haben wir Goldrüstung? Die kannst du anziehen. Ich wollte mal testen, ob das mehr Rüstung bringt oder nicht. Nee, tut's nicht. Ja, habe ich auch rausgefunden. Das war doch minus 300 und minus 500 oder so, ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Ich bin doch da mal gestorben, dann habe ich dir die Koordinaten zugeschrieben. Du hast dir die, glaube ich, sogar noch aufgeschrieben, ne? Nee. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder beim Dschungelbiom, das heißt, ich bin in etwa richtig. Okay. Weil die sind ja mit dem Boot gefahren. Ja. Das einzige Problem wäre jetzt das, dass die sich dort aufhalten könnten. Noch in der Umgebung. Deshalb werde ich die jetzt ein bisschen umgehen. Ich mach Brot. Viel Brot. Weil mal ehrlich, glaubst du auch, dass die dort jetzt wahrscheinlich nur so warten werden, dass wir dort auftauchen? Ja, schon, die haben mir eine Falle gestellt. Ja. Oh, erstmal wieder gemütlich hinsetzen. Ich sitze immer gemütlich, ich hab einen geilen Stuhl. Ich hab einen Drecksstuhl. Was hast du für einen? Irgendwas von Ikea. Ja, ich auch. Ich habe aber so einen Bürostuhl. Oh, ich muss mal kurz... Nee, ich muss mich gescheit hinsetzen. Oh Mann, oh Mann. Oh. Mal kurz Fenster auf hier, weil es ist ziemlich warm hier drin. So. What? Also. Ich habe Rosen hier. Iron Golem, schenke ich dir. Kriegst Rosen von mir. So. Jetzt. Warum bist du eigentlich aus dem Spiel rausgegangen? Weil ich mich gescheit hinsetzen musste und ich wollte, dass die mich irgendwie angreifen, wenn ich gerade so verwundbar bin.
Da steht noch das Boot. Ich hätte hier gerade so die perfekte... Da steht noch das Boot. Ich werde mir jetzt das Boot holen. Und dann... Oh ja. Werde ich jetzt einfach mal irgendwie... Alter, wie steuert man das? Muss man immer in die Richtung... Das macht, was es will. Man muss in die Richtung schauen, in die man fahren will, oder? Ja. Oh, das ist doch mies. Alter, die haben den ganzen Dschungel zugebaut. So, was war's? Minus 300, minus 500 oder so? Irgendwie sowas mit dem Dreh. Minus 500, also muss ich da lang. Minus. Ey, man könnte ja sogar Bogen abschießen, wenn man im Boot sitzt. Ja, klar. Das ist ja natürlich. Also hast du noch den Zettel? Weil X war, glaube ich, minus 300. Ich hab mir da gar nichts aufgeschrieben. Ah, ich seh's, ich seh's. Ich glaube, ich sehe schon das Land. Ich bin. Alter, ist das nah. Das ist echt voll nah am Dschungel bei denen. Wir haben keine normale Spitzhacke mehr. Muss ich eine bauen? Ja, ich bin jetzt. Ich werde mir dort in dem Berg die Zwischenbasis errichten. Und zwar so, dass die mich am besten nicht sehen. Alter, weißt du, wie Angst ich gerade habe? Ich bin echt ganz nah bei denen. Ich bin jetzt sowas von nah bei denen. Das ist schon saunah. Wir haben kein Holz. Der Berg hier wäre doch sowas von perfekt, eigentlich. Du musst dich halt aufpassen. Ups, jetzt ist das Boot kaputt gegangen. Viel Holz. Gehen wir schlafen?